Willkommen wieder bei einer weiteren Folge Waft mit Zombie. Und heute sind wir weiter auf der Insel. Es passieren spannende Dinge, ein krasser Kampf und es wird sogar nochmal am Ende etwas traurig. Viel Spaß bei der Folge. Leute, was ist das da hinten? Leute, wo ist es hin? Ich sehe es nicht mehr. Oh Gott, es... Ich habe die Insel nicht so groß in Erinnerung. Was findest du denn alles? Es war ein Wildschwein, es wollte mich angreifen. Oink, oink. Ah, es ist hinter mir! Ich hab's nicht gesehen, es hat mich auf dem Nichts angeschatscht. Ich hab mich gerade voll erschrocken. Alter, es kam einfach aus dem Nichts. Ich hab's aus dem F geschafft. Es hat mich aus dem Nichts angeschatscht. Ha. Hallo. Ah, da bist du ja. Das wär sehr schockierend. Das Moor findet schon lauter Abenteuer, die gar nicht existieren. Ich zeig's dir gleich. So, warte mal kurz. Ich muss mal die Blöden. Genau, einmal so ein Explosiv. Wo ist denn das in meinem Inventar? So, eins machen hier, wir. Hier deine Wasserflasche. Bin ein bisschen Bretter? Hab ich in die Truhe gelegt. Ah, perfekt. Wo ist unser Tisch der Erforschung? Da. Neue Axt. Den Schleim kann ich nicht erforschen. Okay. Zombie, wie sehe ich aus? Schöner Hut. Oh Gott, das wird so gruselig sehen die Dinger aus. Ja, die sind richtig gruselig. Ah, ich bin hübsch, okay? Okay, gut. Du bist wunderhübsch. Wo ist denn... Hier ist die Werkbank. Moment. Benutzen! Benutzen! Dankeschön. Erforschen! Lernen! Netzkanister! Oh. Ah. Kann ich das erlernen? Nein. Kann ich das dann schmelzen? Kann ich nicht. Was mache ich damit? Sie haben einen recht bitteren Geschmack. Sind die zum Essen? Willst du mal sehen hier? Guck mal hier, ich hab Silber eingeladen, ey. Hübsch, ne? Ja. Ich hab's gegessen. Ich würde den nicht essen, okay. Ich würde näher. Wo ist jetzt... Ah, jetzt habe ich das... Moment. Was habe ich jetzt gelernt? Den blöden Kanister, da. Stein und Seil, Stein und Seil, Stein und Seil. Die Silbereimer benutzbar für Kochrezepte. 3, 4... Die kann man scheinbar allgemein 1, sammeln. 2, 3, 4. Netzkanister. Ich habe einen Netzkanister. Nice. So, die Frage ist, wie benutzt man das jetzt? Wollen wir Tag machen und mal nochmal auf die Insel gehen irgendwie? Können wir? Weil da hinten sind noch sehr viele Bäume, die abgebaut werden wollen. Und ein Wildschwein. Ich glaube aber nicht, dass wir das Wildschwein fangen können. Es ist sehr groß. Okay, dann töten wir es. Das klingt ja nach lecker Essen. Vielleicht können wir es ja doch fangen. Ich will halt mein Kanisternetz nicht verschwenden, weißt du? Ich habe nur eins. Ja. Haben wir schon Tag gemacht? Es wird schon wieder Tag. Ich bin doof. Ich esse mal ein Stück Hai. Könntest du vielleicht das Huhn oder das Lama fangen? Ja, gute Idee. Ich habe jetzt meine Wasserflasche benutzt. Sind bestimmt alle jetzt zufrieden. Folgt mir aber, pssst. Bereit. Pass auf, Mann. Ihr fischt uns durch den Dschungel. Das ist... Das ist... Oh, das ist ein Bibi. Hallo. Oh, oh, das hat mich rumgetragen. Töten wir das. Ah, es hat mich. Stirb, bist du. Es hat mich schon wieder. Es tötet mich. Wir haben's tot. Essen, essen. Oh. War Meat. Ich habe Raw Meat bekommen und zweimal Leder. Das sieht sehr schön aus. Da. Warte hier. Deine Mütze ist auch sehr hübsch. Also ich will den Schweinekopf behalten. Wo ist er da? Ich finde meine Mütze viel hübscher. Da hinten muss irgendwo gleich das Lama und so sein. Aber interessant, was ist das? Was Moment, Melone? Kurz weg. Ich verzeih dir, Mann. Leute, ey.
Hat uns einfach ein Wildschwein angegriffen. Verrückte Welt. Aber alles gut. Ja, und die Kontrolle hat mich fast zwar wieder umgebracht, wie der blöde Vogel. Den müssen wir auch noch töten. Haben wir auch ein Hühnchen mitzurufen. Steht ja ein Hühnchen mit. Okay. So, entschuldige die Pause. Ich bin wieder da. Hallo. Hallo. Meine Axt ist gleich wieder kaputt. Da ist das Hühnchen. So, ich will's mal sehen. Komme. Es läuft. Ich seh's laufen. Das, was da so schnell wegspringt? Ja. Okay. Ich bin bereit. Ja. Ich will lieber das Lama fangen, glaube ich. Komm runter. Ich jag das Hühnchen zu dir. Aber wollen wir nicht das Lama fangen? Ich hab, weiß ist nicht, so ein Boothühnchen klingt halt lustig. Okay, okay. Muss ich zielen irgendwie? Du hast es. Ich hab es. Fang, tragen. Ja. Das hat sogar ein Namensschild im Hals. Ja? Ja. Aber trage ich es jetzt einfach? Muss ich es irgendwie Haustier umbenennen? Kann ich machen. Bleiben wir stehen? Ja, perfekt. Kann ich es jetzt wieder halt runterlassen? Ich würde es nicht probieren. Wir bauen einfach so ein kleines Gehege auf dem Boot. Okay. Ich kann nämlich nicht den Inventar mehr wechseln. Ich habe das jetzt die ganze Zeit in der Hand. Oh, dann hätten wir vielleicht vorher was vorbereiten sollen. Ja, wusste ich ja nicht. Aber leider ist mein Netz jetzt verbraucht. Aber ganz lustig gewesen. Oh, ich hab Leder von dem Schwein bekommen. Ich auch. 2 Stück. 1 Stück. Hast du es umbenannt, das Huhn? Nee, kann ich nicht. Ich kann es machen. Bei mir steht Haustier umbenennen. Ich habe dir nur einen Screenshot gemacht, weil das ein gutes Thumbnail ist, wie du mit dem Hühnchen da stehst. Ah, danke schön. Das ist Influencer-Denken. So denken. Ja, Thumbnails sind immer Probleme. Da muss man sich gegenseitig helfen. Aber wobei ich das bisher okay hinbekommen habe. Nee, die waren alle scheiße. Nee. Zu wenig mit Zombie drauf, ne? Ja. Warum hast du nie Maudado drauf gemacht? Einfach so richtig random andere YouTuber. Nächstes Mal GEP. Ich überlege so. Wie könnten wir das Huhn nennen? So, ich hab hier. Genau, ich mache einfach so ein Seilgehege. Oder soll ich mit Holz und Zaun machen? Der Hai macht noch was kaputt. Wo? Hier, da wo schon was kaputt ist. Ja. Nennen wir das Huhn Mr. Magic? Keine Ahnung. Ich glaube, wie wir das nennen. Hast du eine Idee, wo wir es hin tun können? Wollen wir es oben? Ich hätte es gerne oben eigentlich. Oben wäre eigentlich am besten, ja. Wie können wir es nennen, ey? Hast du einen süßen Namen? Azun. Okay. Azun. Erledigt. Oh ja, steht sogar drauf. Es ist so glücklich. Es bleibt jetzt hier. So. Da steht echt Azun dran. Wie cool. Ja, man kann es tragen. Okay. Hallo, Azun. ob wir es vermehren könnten mit einem anderen Huhn? Nee, müssen wir noch ein zweites fangen. Alter, unendlich Essen durch Hühner? Fragezeichen. Oh, Titel hast du jetzt auch schon. Alter. Einfach nice. Wo ist unser Dings-Tischchen? Ist in meinem Inventar. Ach so, ja, stimmt, den hast du weggenommen. Ah, ja. Hab ich nicht nachgedacht. Ja, also so ein ganz ruhig jetzt. Das ist schon süß, das Huhn. So. Du kannst jetzt forschen. So, erforschen. Hat nichts gebracht. Gut, vielen Dank dafür. Leder hat nichts gebracht, ja. Was? Wenn wir so über Leder brennen. Aber man könnte, wenn ich das richtig sehe, aus Leder zum Beispiel einen Rucksack bauen. Ist nicht nur hübsch, sondern vergrößert auch das Inventar. Dafür brauchen wir aber Wolle, steht da noch. Okay, dann töten Schaf. Und man kann später eine Rüstung bauen. Aus Leder. Ja, Wolle kriegen wir bestimmt von dem Lama-Ding. Mit einer Schere, perfekt um Wolle zu schneiden. Ja. Können wir eine Schere machen? Ja. Ich bastel dir eine. Mach mal was mit Metallbahn, einem Scharnier und Seile oder sowas. Und Schrott, genau. Hab eine Schere gemacht. Hier, ich geb sie dir. Haha, ja. Töten wir. Also hätten wir eigentlich das Lama mitnehmen sollen. Ich weiß nicht, kann ich mit dem Huhn wandern? Soll ich das probieren? Was geht, aber ich denke nicht.
Ich glaube nicht, nein. Ich dachte, vielleicht kriegen wir Federn oder so. Ach ja, ich will nochmal gucken, ob man. Einfach mal gucken, ob ich das. Ob man was mit dem Schweinefleisch jetzt hier noch forschen könnte. Nein. Oh, ich hätte gerne noch ein Netz, Mann. Dafür bräuchten wir nochmal so Kugelfischzeug. Aber ich wüsste nicht, wo wir noch einen Kugelfisch. Ob die hier wieder spawnen oder. Ah. Weiß nicht. Hast du echt alle vernichtet? Ich habe keins mehr gesehen. Ich hätte echt gerne nochmal so ein Kugelfischding. Dann können wir das Lama auch fangen und zum Huhn packen. Ich bin übrigens nicht mehr sicher wegen dem Essen. Tut mir leid, Kommentare. Wenn es nicht so ist. Wegen dem Essen? Fühlt sich so an. Meinst du wegen Hälfte? Ja. Es fühlt sich irgendwie so an, als würde es schneller leer gehen, wenn man voll ist. Alter, kann der Hai aufhören, diese eine Ecke von dem Boot die ganze Zeit zu fressen? Oh, er ist tot. Der Hai ist tot. Der hat gar keinen Namen mehr, ne? Der hier hieß der Hai. Der Hai. Sehr schöner Name. Also ich sehe leider keine Puffy-Fische mehr. Ja, da kommen noch welche. Hol einfach die Wolle und wir fahren weiter. Will doch nicht das letzte Lama gewesen sein. Doch. Lami. Ah, ich sehe es. Lami. Soll ich es dann auch töten? Weil wir es ja nicht mitnehmen? Puh. Kann ich dir nicht sagen, unser Huhn hat gerade geschrien. Muss man es füttern? Es hat ein Ei gelegt. Ich, so. Es bleibt nicht stehen, das Lama. Ich kann ihn nicht scheren, glaube ich, solange er nicht uns gehört, vielleicht. Also ich gebe mit der Schere an ihn ran, aber es passiert nichts. Hm. Er stand da zum Scheren. Und das Lama hat ja Wolle. Ja, hat's auch. Vielleicht musst du es töten, damit du es scheren kannst. Weißt du, Oder ich bringe es dir, dann schere ich es doch mit dir quasi. So, share. Ja, guter Witz. So, Lami, du musst jetzt leider sterben. Wir haben keine Netze mehr. Lami, renn nicht weg. Ich schieße dich jetzt mit dem Pfeil ab. Ich habe gerade ein Chicken Nugget erpiekst, aber es ist. Ach, da runter ist es gefallen. Oh nein, es schreit so traurig, wenn man es anpiekst. Gut. Ich habe mir den Pfeil in den Arsch geschossen, aber es rennt weiter. Wie viel hält das Lama aus? Ist ja schlimmer als ein Hai. Ich habe es tot gemacht. Okay, jetzt ist es tot, aber ich kann weder die Wolle abbauen, noch irgendwas mitnehmen an Fleisch oder so. Es ist ja einfach nur tot. Kann ich das Huhn irgendwie füttern? Das sieht so traurig aus. Das tote Lama sieht traurig aus. Das war so richtig. Magst du eine Kartoffel haben, Asun? Die ist alles. Nee, irgendwie nicht. Hier, ich habe Ananassamen. Das ist doch Vogelfutter, oder? Hier ist den Karton. Leute, ich bin ein bisschen traurig, dass ich dieses arme Huhn vernichtet habe. Lama. Ja. Ist dasselbe. Ich kann nicht mehr rennen, weil ich keinen Hunger mehr habe. Oh, nee. Ja, kenne ich. Wenn ich keinen Hunger habe, kann ich auch nicht rennen. Tote Lama, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Wir hätten es fangen können. Hat's wenigstens was gedroppt? Nee, eben nicht, gar nichts. Ach so, lol. Es war einfach tot. Ich konnte nichts damit anfangen. Leute, ist das hier... Wo bin ich hier? Hätte ich vielleicht eine Stirnlampe dabei haben sollen? Ich bin in einer Höhle. Oh, ich kann hier was mit meiner Schaufel machen, ja! Schmutz! Wo bist du, Mr. Bob? Wo bist du? Ah, Telefon klingelt. In einer Höhle. Im Moment. Ja. Ah, verdammt. In einer Höhle. Gut, dann suche ich mal die gesamte Insel dreimal ab. Sag mir doch aber, auf welcher Seite wenigstens du bist. Ja, ich habe eine Stirnlampe. Wo ist die Höhle? Da, wo das Lama war. Ja, das ist, ja, weiß ich ja, wo es war. Da, wo es Huhn war wahrscheinlich. Ja, kannst du mir was zu essen mitbringen oder bist du schon auf dem Weg? Ich hab Essen dabei. Da läuft irgendwie so ein komischer Typ auf dir. Hallo, Insel. Ich kann nämlich nicht mehr rennen. Gegarte Hai, dankeschön. So, wo ist die Höhle? Hier. Da rein. Oh. Licht. Ziemlich so dunkel. Aus? Wie ein richtiger Forscher. Ich sehe die Lampe leider nicht ganz, weil es so dunkel ist. Also siehst du mein Licht? Ja, ich sehe das Licht, was du machst. Oh, hier ist Erde für Schaufel. Höhlenpilze aufnehmen. Ja, du musst schaufeln. Hier, 3-4 Stellen sind hier schon.
Eine Schaufel. Ja. Was kriegst du da raus? Schmutz. Naja, dann sind hier 2 Kisten mit 1 Million Sachen drin und dann nochmal 3-mal schaufeln. Haben wir was, also, war da nur Materialien oder was Nützliches? Nur Materialien. Ich dachte vielleicht noch was Nützliches. Ah ja, es gibt Höhlen. Cool. Was? Siehst du? Ja, du wolltest weiterfahren, hey, ne? Warum muss man eine Höhlenlampe machen? Hier sieht man doch alles. Ich hab nichts gesehen, Quatsch. Aber es liegt schon in meinen Bildschirmeinstellungen. Für mich ist das so, als würde da gerade die Sonne drin scheinen. Echt? Da liegt es an meinem Bildschirm. Höhlenpilz, Zutat für leckere Mahlzeit. Also wahrscheinlich okay. Kann man das nicht forschen, sondern einfach wieder für kochen oder so. Ja, wir brauchen einen Kochtopf. Ja, da dachte ich auch schon mal dran, dass wir einen Kochtopf machen. Ja, wie, können wir den? Nee. Was brauchen wir dafür? Ja, das ist ja die Sache. Metall, Kunststoff, Libby, haben wir eigentlich alles wahrscheinlich. Ja, woher weißt du, was wir dafür brauchen? Weil wir Kochtopf bauen können? Nee. Doch, unter den Grills. Top. Ach da, warum ist der nicht neben dem Grill? Top. Ja, dann können wir den machen. Oh, dann können wir ja gut kochen. Wenn lecker, happy. Kochmeister werden wir. Oh, direkt greift so mich der Hai an. Chicky hat dich direkt gebissen. Bist du so ein Huhn gut? Ja, das sieht voll traurig aus. Wie seid ihr doch? Ja, richtig deprimiert sieht das aus, hä? Ja, ich wollte es ja deswegen füttern, aber es will nichts. Ich hoffe, es verhungert nicht. So, kann ich den Schmutz erforschen? Ja, kann ich. Schlaft halt. Oh, das ist wichtig, oh no. Wir müssen schlafen. Eine Wiese? Ja, das ist, um Tiere zu füttern. Oh, kann tagsüber nicht schlafen. Oh, okay. Gut. Ey, der macht erdauernd, machen die hier unser ganzes... 2 Schmutz und 4 Kunststoff. Schmutz habe ich 7. Ja, wenn du Kunststoff noch hast, ist gut. Hast du Kunststoff? Nö, ich habe alles verbaut. Dann müssen wir schnell Kunststoff finden. Wollen wir weiterfahren? Los. Wir müssen das Huhn retten. Wir müssen Asun retten. Batterie benötigt. Ist sie leer oder hast du sie rausgenommen? Die ist in der Lampe. Ach so, auch gut. So, was hast du jetzt gemacht? Oh, die ganzen Netze. Ich liebe das. Ich will einmal so im Kreis ums Boot eigentlich. Ja, ja, das Netze ist bauen. Mega stark. Der Plan dauert noch ein bisschen. So, ich habe jetzt ein Plastik. Ich habe auch ein Plastik. Ich habe jetzt 2 Plastik. 3 Plastik. Oh, mein Haken ist kaputt. Aber ich hatte noch irgendwo einen in einer Truhe liegen. Hier in der Werkzeugkiste. Ja. Mich mal raus. Plastik, wo bist du? Wir müssen das Huhn retten. Gießen sie ein wenig und erhältst Gras für deine Tiere. Gieße sie ein wenig. Also die Wiese wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Und erhältst Gras für deine Wiese. Brauchen wir dann. Wie gießen wir das? Ach, guck mal, Mr. Moore. Ich habe geupgradet. Hier ist eine Leiter jetzt. Hä, woher haben wir Leitern? Ja, aus gebaut. Aus Holz. Mit dem Hammer. Da wusste ich gar nicht, dass wir das können. So, ja, hast du genügend Plastik oder fehlt ein noch eins? Ein Plastik. Warte gerade. Weidmanns Heul! Fast. Oh. Ich bin dran, ja! Okay, doch nicht. Plastik? Ja, 2 Plastik. Da, nimm. Oh, eine Wiese, schnell. Es hört sich traurig an. Wiese herstellen. Machen wir das da rein? Ja, ja, klar. Okay. Pflänzchen. Wasser, gewässert. Okay, ich habe sie gewässert. Jetzt müssen sie wachsen. Huhn, wir werden dich retten. Bitte stirb nicht. Du bist unser erstes Haustier. Wir können dich nicht sterben lassen. Ich habe eine Idee. Das hat bestimmt keinen Hunger, wenn ich es halte. Das sieht richtig traurig aus, wenn du es hältst. Nein, nein. Du sahst schon aus, was du gehalten hast. Okay. Ja, er hat, glaube ich, gerade irgendwo ein Stück abgebissen übrigens. Oder? Da ist auch wieder richtig aggro. Kann das sein? Kannst du nochmal die Batterie reinmachen, damit wir gucken können, ob wir auf Kurs sind zu dem blauen Marker? Die Batterie ist vercraftet, Mr. Moore. Okay. Batterie. Ich höre doch den Hai, oder bin ich dumm? Ich glaube, das ist, wenn Sachen ins Netz kommen, macht das auch das Geräusch. Wow. Ich brauche auf jeden Fall Kunststoff für Batterie. Moment. Batterie. Kupfer war es, genau. Kupfer.
Haben wir fett in Kupferbahn? Ja, haben wir. Oh, das ist ein bisschen Wiese. Huhn ist. Irgendwie. Okay, ich trag's weiter. Die Wiese ist noch nicht weit genug gewachsen. Beobachte hier oder weiter. Oder ist das vielleicht, ist das ja auch nur fürs Lama? Das stand. Das steht so allgemein zwar nur für Tiere in der Beschreibung, aber. So, brauche ich noch Kunststoff und Schrott. Ich glaube, Schrott hatten wir noch irgendwo. Hallo, kommt was, Mr. Mordor, kommt was. Warum mal in letzter Zeit jetzt hier immer irgendwas auf? Bam, badam, bam, bam. Ja. Schrott, ja. Moment, ich muss eben meinen Müll wieder wegsortieren. Das ist ja. Das ist schon sehr, sehr sweet, wie du das da jetzt hältst. So. Aber es gibt seltene Versionen von unserem Hühnchen. Es gibt eins, was braun ist und eins, was rot ist. Aber es ist nichts anders an denen. Die sind nur selten. Und man kriegt ein Achievement, wenn man die fängt. Es gibt Ziegen noch und Lamas. Ziegen und Lamas, okay. Ja, Lamas geben Wolle und Ziegen geben Milch. Ah, gut und, zu wissen. Und die Hühnchen geben Eier. Dann müssen wir Lamas und Hühnchen retten. Das heißt, wir brauchen mehr Puffy-Fische, die wir töten können. By holding the animal or keeping it captured with the net, the food timers are paused. Aha. Du bist eine Intelligenzbestie. Es ist tot. Ich hab selber Hunger. Ich hab ein Namensschild bekommen. Wie du es einfach loslässt, ist es tot. Das war ein sehr schöner Moment. Ach, aber Mann. Die Wiese ist doch jetzt echt groß mittlerweile. Aber es ist einfach gestorben. Also das ist los, ist es tot. Das war echt so traurig. Das nächste heißt Asun 2. Ja. Das kannst du auch Ari nicht erzählen, dass wir Asun sterben lassen haben. Ich kriege wieder Ärger hier. Nein. Ah, das war sehr schön. Gut. Das kam auch sehr plötzlich. Ja, ich habe so eine Sekunde hingesetzt. Hey, kannst du essen? Tot. Das heißt aber, du hast es sehr gut getimed. Und das war auch schon wieder die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Gerne einen Like da, lasst einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns in einer anderen Folge wieder.